geh gleich zurück und vergiss den Braten nicht. Hallo? Aber die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will? Das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Das wird er nicht. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lech passt auf mich auf. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist kein Spiel, Janek. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Janek! Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch. Nur ein paar Monate. Du lässt mich allein. Nein, niemals. Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel Lech sagt, am besten ist es, schnell und hart zuzuschlagen. Wir müssen den Russwirts und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. Dass wir uns nicht verstecken. Aber Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Er würde sich lieber hier verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht! Es ist nur für ein paar Monate. Sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer. Sie versprachen Ruhm und Ehre. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber. Die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Jetzt ist der Krieg vorbei, doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek, mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte, der mich nie verlassen wollte. Anna, was machst du hier? Du hast gesagt, ich soll warten, aber... Papa! Ist ja gut. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Komm, es gibt viele Verletzte. Wir helfen ihnen. Dann gehen wir nach Westen, wo sie uns nicht finden. Was hast du getan, Piotr? Wieso suchen sie nach dir? Er hat ihnen nur gesagt, was sie hören wollten. Er hat unser Dorf gerettet. Dann sag mir. Papa!
Professor. Es war nicht leicht, Sie zu finden. Sehen Sie, genau deswegen brauchen wir Zugang zu der Fabrik. Ihr nettes kleines Spielzeug hat gerade modernste russwirtische Technik zerstört. Könnten Sie mir wohl auch so etwas besorgen? Ich habe keine Ahnung, wie man in die Fabrik kommt. Da habe ich aber was anderes gehört. Sie und Ihr Freund Steinmetz sind die Schlüssel dazu. Sehr dramatisch. Das war's hier. Nehmt ihn mit. Jawohl, Colonel Zubov. Sie hat viele von uns gerettet. Pah! Ihr Vater ist doch an allem schuld! Chiatra war ein Lügner. Er war nie einer von uns. Marius, Konrad, Antoni, sie sind alle tot. Wir müssen meinen Vater finden. Sind noch nicht genug Menschen gestorben? Einen Dreck werden wir tun. Verschwinde! Sie sind nach Nordosten. Zu den Gleisen. Danke. Was machst du hier? Papa? Schützen. Euch beide. Das hast du. Jemand muss Heinrich Steinmetz warnen in Kolno. Und du musst fliehen. Bring dich in Sicherheit. Wieso hat der Colonel dich Professor genannt? Und was hast du? Anna, wir müssen gehen. Hier sind wir nicht sicher. Hört zu! Wir teilen uns auf! Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen! Operation Hoffnung geht weiter! Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich! Polania! Polania! Na, Papa. Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zubov von Ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach Ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät. Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin. Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht.
Sie haben vielen das Leben gerettet. Ich gebe mein Bestes. Setzen Sie sich zu uns? Pavel will Gitarre spielen und wir brauchen jeden, um ihn davon abzuhalten. Klar. Anna, nur kurz. Bin gleich bei euch. Die Jungs lieben ihre Jeanne d'Arc. Das Mädchen, das Polania zum Sieg führt? Nur, dass es keinen Sieg geben wird. Das halbe Land ist von den Russwirt besetzt. Und unsere feine Regierung denkt, reden würde das Problem lösen. Man kann mit denen nicht verhandeln. Wir müssen uns zurückholen, was uns gehört. Und das können wir? Wir könnten. Leicht sogar. Keine Armee kann ein Land kontrollieren, wenn die Bewohner wirklich alles tun, um sie zu vertreiben. Millionen Polania, die aufbegehren, und Russwirt wäre erledigt. Wenn nur mehr Leute das sehen würden. Sie sind eben kriegsmüde. Zu viele sind gestorben. Jeder hat geliebte Menschen verloren. Und deshalb kriechen Sie lieber auf Ihren Knien? Freiheit hat ihren Preis. Vor uns liegt ein sehr gefährlicher Weg. Feiert nicht so lang. Und jetzt ein kleines Lied! Hey, bis da, damit ich bei mir groß. Sag sonst die Blacko und sag und zapp los. Ich schiebe die Butelka, wo jetzt geht Jach. Rosowiecki, Soldatsche, an den Grieche Spiach. Hier, nimm. Hier. Macht schnell. Wir haben wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Kennt ihr einen Heinrich Steinmetz? Irgendwer? Er ist ein saxonischer Wissenschaftler oder Erfinder oder sowas. Ich suche einen Heinrich Steinmetz. Ist der hier? Was machst du? Bringt ihnen das Wichtigste bei. Schießen, nachladen, was man tut, wenn das Ding klemmt. Denn es wird klemmen, was? Anton? Ja? Die Gewehre im nächsten Waggon. Die sind für deine Leute. Beeilt euch. Aber klar doch. Was zum Teufel ist hier los? Nicht jetzt, Anna. Du hast gesagt, im Zug sind Lebensmittel. Ich sagte Hilfsgüter und noch wichtiger, Hoffnung. Halt! Du verstehst das nicht. Sofort Schluss damit. Wir bewaffnen keine Zivilisten. Doch, genau das tun wir. Die Russwirts könnten uns jeden Moment angreifen. Los! Wir wollten den Hungernden helfen. Du weißt ja. Gib einem einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Heute lehren wir Polania, sich die ganze Fischerei zurückzuholen. Aber diese Leute können doch niemals gegen die Russwirts gewinnen. Richtig erfasst. Sollen sie auch nicht. Verstehst du nicht? Unser Volk gewöhnt sich mit jeder Woche mehr an die Besetzung durch diese Bastarde. Unser Land, unsere Heimat wird verloren sein. Wenn nicht etwas Drastisches passiert. Das Massaker von Kolno. Eine polanische Stadt, die sich nicht mit der Niederlage abfand. In der Patrioten zu den Waffen griffen und bis zum letzten Mann kämpften. Wenn die Russwirts eine ganze Stadt auslöschen, dann bricht die Waffenruhe und der Funke des Widerstands wird entfacht. Dann könnten wir alle Russwirts aus dem Land jagen. Als eine Nation, die geeint kämpft.
Wir wollten diese Leute retten. Komm schon, Anna. Die Russwirts haben Janek auf dem Gewissen. Das ist unsere Chance, sie zu vernichten. Ich werde das verhindern. Du würdest nur alle verrückt machen, das lasse ich nicht zu. Die Männer sehen zu dir auf. Du bist ein Idol für sie. Aber noch besser als ein Idol ist eine Märtyrerin. Oh, Sie haben wohl alles im Griff. Wer sind Sie? Steinmetz, mein Name. Heinrich, ich hörte, Sie suchen nach mir. Vielleicht sollten wir unser Gespräch etwas verschieben. Bitte entlang, Fräulein. Zerstören! Los! Wenn das nicht die kleine Dibowski ist, spielst du immer noch Krieg mit deinem Onkel? Kämpft, Leute! Für Heinrich und alle auf dem Luftschiff! Nicht schießen! Wenn Steinmetz da drin ist, dann... Ja. Lass das Mädchen laufen. Sie hat nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil. Nur dank ihr darf ich diesem Luftschiff nachjagen. Das ist nur ihr kleinstes Problem. Polania erhebt sich gegen die Russwehrtruppen. Ihr werdet einen Aufstand der Massen erleben. Ja, das ist ein recht guter Anfang, nicht wahr? Noch ein paar Zwischenfälle wie dieser, dann haben wir im Handumdrehen wieder Krieg. Danke für die Mithilfe. Was soll das bedeuten? Sie wollten, dass wir die Waffenruhe brechen. Jetzt können die Russwirts behaupten, dass sie ja zurückschlagen mussten. Kluges Mädchen. Aber hinter diesem Plan stecken nicht die Russwirts. Die zögern auch, erneut Krieg anzufangen. Besonders jetzt, wo Zar Nikolas von unserer Existenz weiß. Ein Jammer. Wir hätten ihn brauchen können. Wer ist wir? Fenris, die künftigen Herrscher dieses Landes, dank der Hilfe deines Onkels. Nein! Was fanden die Leute nur an ihm? War es dieses Niemals-Aufgeben-Gerede? Vielleicht hättest du aufgeben sollen, dann würdest du jetzt nicht tot in der Scheiße rumliegen. Und du hättest dich nicht in die Weltgeschicke einmischen sollen, kleines Gehör. Verdammt, was ist das? Es ist die... Rückzug! Hätte sich sicher gefreut, dass Sie endlich gekommen sind. Wir sind nicht wegen ihm hier, sondern wegen Ihnen. Sie hatten recht. Wir konnten nicht zusehen, wie Unschuldige sterben.
Das ist ganz genau, was Zuboff wollte. Wir haben alles noch schlimmer gemacht. Er hat gewonnen. Zuboff weiß, er kann uns nicht entkommen. Er hat sich nördlich von hier verschanzt. Wir brauchen Zuboff lebend. Mir nach! Wenn ihr mich tötet, lasst mich leben. Dann bekommt ihr, was immer ihr wollt. Ein freies Polania? Dafür kann ich schon sorgen. Wir wollen Informationen. Über Fenris? Niemand wird euch glauben. Und genau deswegen werden sie öffentlich aussagen. Die töten mich, wenn ich rede. Ich töte sie, wenn nicht. Tja, wenn das natürlich so ist. Anna! Kolonel Zuboff, was ist passiert? Schnell! Hilf mir hoch! Verschaff mir einen Vorsprung und dann verschwinde von hier! Wir beide haben Großes vor! Vertrauen! Ja. Keine Bewegung! Wer sind Sie? Hallo, Schmetterling. Es ist schwer zu verstehen. Aber ich muss gehen. Wir dachten, du bist tot. Was ist das? Ich erkläre dir alles später. Jetzt noch. Wo bist du gewesen? Ich schwöre. Meine Männer sagen, er ist ein Russwirt-Agent und gehört zu Zuboff. Ich will aufdecken, für wen er wirklich arbeitet. Du meinst Fenris? Du, was weißt du über Fenris? Nein, 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 du bist dran. Warum arbeitest du für Zuboff? Was ist das für ein Anzug? Und warum bist du noch am Leben? Ich warte.